Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dota 2. Ey, nein! Fuck you! Nix da, sehe ich überhaupt nicht ein. So. Bei Unranked. So. Fängt gut an. Ich war zuerst auf der Map. Fucking fucker. Also, der Ernie ist hier im Teamspeak, ich bin im Spiel und wenn man hier rechts oben sieht, ist der Ernie mein Mentor. Es geht darum, dass ich ganz gerne den Magnus üben möchte, was wahrscheinlich diese Runde jetzt nichts wird. Also ich möchte Magnus. Ich will ganz gerne den Offlane-Magnus üben, weil ich ihn auch ganz gerne als Option fürs Team haben möchte. Und deswegen spiele ich Unranked, weil man dann einen Mentor dabei haben kann. Und das heißt, der Ernie sieht das gleiche wie ich im Spiel und kann zusätzliche Penisse auf die Minimap malen. Und mir Tipps geben und sagen, was ich falsch mache und so weiter. 5 seconds remain. Das wird aber nichts, oder was? Ey, das ist doch fucking, ey. Deswegen ist er noch genauso kacke wie Ranked und Unranked. Ist alles der gleiche Scheiß. Was baue ich? Vielleicht wird das ja doch irgendwie. Ja, was jetzt gehst du trotzdem offline, oder? Ja, keine Ahnung, vielleicht geht ja irgendwie. Was baue ich mir denn? Was nehme ich denn mit? Stout Shield. Mango, Stout Shield, Healing Self. Healing Self. Was noch? Noch 190? Ich würde noch Branches mitnehmen. Zwei Stück und vielleicht noch eine Clarity. Ah, zu spät. Na, egal. Das ist überhaupt nicht das, was ich lernen und trainieren möchte. 30 Sekunden. Fucking fucker fuck. Kannst schon mal Skewer skillen. Okay. Also. Was ist hier? Cliffen ist ja jetzt eh vorbei. Ja. Der alte Spaß. Nicht mehr so viel. Außer halt, wenn du auf der Dire Side bist, kannst du trotzdem noch auf die Klippe die hauen, weil sie. Bei Roshan oder was? Nee, oben. Kann einfach einer hochgehen und den Weg blockieren. Dann. Kriegt man meistens den Kill trotzdem. So ein Schwachkopf! Ey, wir hatten's. Hey. Egal, was ich anzeige, er will dann trotzdem. Er kann auch in den Jungle gehen jetzt, aber nee, er will nicht. Das. Ich hab Hass. Skewer, dann mal ein paar Fragen, dann machen wir es doch mal so. Fängt gut an. Das, waren die in der Party, die drei da was? Ja, und der Custom Maiden hat nur 3,4k. Sich schön gegenseitig das Spiel kaputt machen. Jetzt pullt er die Creeps darüber. Das ist doch ein. Das ist doch ganz cool eigentlich. Ja, eigentlich, aber es geht doch darum, ich will doch richtig. Skewer. Wenn ich jetzt irgendwo weiter als meine Max-Range caste, skewert er doch von meinem aktuellen Punkt da einfach hin, oder? Ja, genau. In die Richtung, also wie ein Blink zum Beispiel. Aber ich kann es auch kürzer skewern, oder? Ja, aber. Das geht auch. Braucht man eigentlich fast nicht. Ach so, ja, komisch. Vielleicht kann er wenigstens Last hitten, sie Depp. Danke, danke. Schauen wir mal. So, also ich kann auch kürzer skillen. Wie groß ist die Range? Skaliert die mit? Die ist schon jetzt schon ziemlich groß, weil es wurde ja geupdatet, gepatcht. Braucht man eigentlich gar nicht mehr so viel zu skillen am Anfang. Kann man meistens lieber mehr in Empower gehen. Okay. Also ich level ja Shockwave. Wie ist das normalerweise auf der Offlane? Ich farm dann wahrscheinlich auch öfter mal mit Shockwave, weil ich ja sonst nichts kriege, oder? Ja. Ich schätze mal, auf der Offlane skillt man seinen Skewer hoch. Trotzdem. Für die Range, oder? Ändert sich der Cooldown aus? Kann ich gleich mal nachgucken. Die Range und der Schaden. Vor allem. Ah, die Distanz 900. Okay, 900 ist echt ordentlich. Wie breit ist denn Skewer ungefähr? Also wenn ich jetzt hier skewern würde... Ziemlich groß. Wahrscheinlich größer als du denkst. Auch, der kann doch ganz leicht hinter dir sein. Okay. Aber das, da braucht man eigentlich einfach ein bisschen Übung und dann hat man irgendwann das Gefühl. Irgendwie haben die Gegner kein Carry. Ja, irgendwie... Die Gegner? Was so, weil ich von der Lane her, keine Ahnung, was die machen. Sind die in der Base, sind die AFK? Da unten war gerade der Bounty zu sehen, aber ansonsten. Der Sven ja, und. Einer jungelt und Rubik ist irgendwie auch im Chor. Und der Sven ist unten auf der Offlane. Was ist das denn für ein Spiel? Alleine. Ey, ich spiel Bounty Hunter, keine Ahnung. Bounty Hunter ist Mitte.
wollte die Bottle holen. Okay, ist noch nicht so viel Schaden. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das macht. So. Ja, Level 1 fast gar nichts. Also ich max ich dann... Normalerweise würdest du sagen, auf der Offline-Skür schon max, ne? Eigentlich, seit dem Update, finde ich es eigentlich nicht mehr so wichtig. Vor allem, ist ja nur noch 100 Range dazu, pro Level. Also würde ich auf der Offlane dann Shockwave maxen? Also, wenn du 2 Punkte auf Shockwave hast, dann kannst du eigentlich gut lasten. Deswegen, am besten 2 auf Shockwave und dann Empower und Skewer, schätze ich mal. Mhm. Was? Läuft doch. Kriegt ihr vielleicht auch. Das ist so ein sinnloses Spiel, da kannst du nichts lernen, ey. Fucking fucks. Unranked halt. So, und dann baue ich Arcane Boots oder was? Ja, Arcane Boots. Am besten aber Boots. Also erstmal Porn Boots. Ja, ich jetzt gleich aus dem Sideshop. Bewege. Ich würde ja auf der Offlane-Weise auch wahrscheinlich nicht so viel Farm kriegen, also auf der richtigen Offlane. Wie jetzt. Und so viel Freiraum. Nee. Komm, Entangle. Entangle the shit. Gegner Tweelern hat man, glaube ich, schon ziemlich Probleme als Magnus. Mhm. Ja, gut, das ist ähnlich wie wenn du mit einem Earthshaker spielst oder so. Ja. Ja, muss halt immer ein bisschen aufpassen, wenn man es cured, dass man, wenn man es als. Ja, genau. Empower würde ich ja skillen, aber jetzt halt nicht für mich. Würde ich ja dann hauptsächlich um den Carry zu buffen, ne? Ja, genau. Ich. Ja. Weiß nicht. Als. Ab Level 5 vielleicht Empower skillen. Das heißt noch einmal Skewer oder was? So 2-0-2 am Anfang und dann Empower. Ja. Und würdest du dann erst Arcane gehen? Oder würdest du auf der Offlane Bottle gehen? Oder nur Arcanes und dann Blink Dagger? Ich glaube, Blink Dagger. Nur Arcanes müsste reichen. Bottle. Ihr habt eine Bottle im Team nur. Wäre vielleicht auch noch okay. Ja, aber so. Mit dem Bounty Hunter ist es dann eh nicht so geil, weil der oft da ist. Ah. Ah! Der holt schon aus. Ich nicht. 175, 150 Schaden, ne, das reicht noch nicht. Ja. Aber der nette Weise noch da bleibt. Wie viel Mana hat er? 110. Oh, wo kommt der denn her? Ja. Skewer. Easy. Ja, aber. No. Ist nice. So lerne ich doch nichts vernünftig. Vielleicht lerne ich bis einfach ein Gefühl für die Spells. Ist ja auch okay. Völlig Banane. Und jetzt dann als nächstes Blink Dagger wahrscheinlich, oder? Ja. Aber vielleicht noch das Magic Wand vorher. Das was? Magic Wand. Okay. Kann ich mir nicht ganz gönnen. Na toll. Hat die ein TP? Geht die gleich wieder in die Mitte? Oder gönne ich mir da was? Okay, geht wieder in die Mitte. Nee, ist ja auch richtig so eigentlich. 3-3 steht. Ist natürlich ein bisschen einfacher, weil ich Arcane Aura habe. Kann eigentlich ein bisschen mehr spammen. Also von Gefühl her wäre ich greedier gegangen zum Beispiel. Also jetzt von den Skillungen her. Ich hätte halt Shockwave gemaxed. Hätte wahrscheinlich vielleicht Skewer auf 1 gelassen. Oder würde überhaupt... Ja gut, bei der Lane an sich jetzt schon. Nee, auch so allgemein. Oder wahrscheinlich hängt das dann ab, wie gesagt, wie die Combo ist und wie das Timing der Carry ist. Kommt drauf an, ob du normalerweise eigene Chance hast, jemanden zu töten. Hm. Wenn ja, dann ist es natürlich nicht schlecht, noch mehr Damage zu gehen. Aber ich hasse die Leute ja in meinem Team, wie sie es bei Dota Solo Queue gehört, deswegen will ich die ja gar nicht waffen. Ja, gut. Nein, dann. So schlimm ist es nicht, aber. Wenn wir jetzt mit einem Team spielen, machen wir vielleicht ein Combo ja, vielleicht solche mit einem Sven oder Ember. Ja, das ist eine ganz nette Combo und dann geht man es natürlich schon, weil es dort ein bisschen noch nicht 4 Punkte hat. Ja, guck mal, das ich gehe meistens auch nicht so richtig auf Empower, bevor ich alles andere gemaxt habe, weil man meistens nicht auf seine Teammates nicht vertrauen kann.
Vor allem, wenn man die Highs immer mehr hat. Man stunt gar nicht, oder? Mit Skewer? Man verlangsamt nur, oder stunt man während des Skewers? Also, man stunt während man skewert, ja. Ah, okay. Das macht. Das macht Magic Damage, oder? Ja. Wie viel? Auch gar nicht so wenig. Das ist irgendwie eine Sache, die ich ganz gerne mal vergesse. Wie viel oder wenig Schaden das hat man. Autsch. Ordentlich gegankt in der Mitte. Wie viel habe ich denn jetzt? Ich habe hier 140 und hier. Ach, Fucker. Die Lanes sind echt ein bisschen komisch. Alles komisch in dem Spiel. Irgendwelche Leute sind auch zusammen im Team und davon sieht man auch nicht so viel. Die Verzögerung von dem Skill ist auch so ein bisschen einfach. Ups. Von unten kommt Rubik. Okay, schön. Autsch, ich hab Fadeboard noch erwischt. Wenn ich einen Stick benutzen kann. Du bist ja ein Fuchs. Das ist mir zu hoch. Oh, oh, der Winkel war auch geil. Von links und dann so um die Ecke. Klick, klack. Den Stick hätte ich benutzen können. Wäre eine Idee gewesen. Ja, ich habe nicht. Das war aber, ich dachte nicht, dass er mich kriegt, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Ich gehe mal nach oben, weil da ist Action. Komm, komm, komm. Ein Creep, dann hast du auch die Ulti. Oh, jetzt. Oh, schade. Naja, ich hab's einfach nur, weil ich den Winkel nicht ganz. Ja, aber wer. Wären zwei Creeps gewesen. Skewer, wo ist die groß die Range? Oh, du hast ungefähr die halbe Range gehabt. Ist getrackt. Ja, das war halt von dem Winkel, weil ich halt irgendwie, ja, ich hätte wahrscheinlich jetzt länger machen können, stimmt schon. Irgendwie habe ich da hingeklickt, weil ich nicht genau wusste, wie. Das war so Übungssache mit dem Skewer dann. Getrackt. Der Winkel ist ja egal. Was ist wie egal? Ist ja egal, ob jetzt, keine Ahnung, wenn Full Range oder nicht Full Range ist. Ja, ich habe einfach nur Winkel, so. Ja, egal. Ja, klar, der Winkel ist wurscht. Ich muss irgendwie vom Klicken, weil ich irgendwie da stand und zack, das so. So, ja, das ist halt ein bisschen. Du brauchst halt auch Übung, dass du. Da nicht immer aus Versehen so kurz Range musst. Mhm. Passiert mir aber auch noch manchmal, wenn ich reinblinke und direkt skewer. Ja, komm mit dem Bären. Entangle, first hit. Autsch, tut aber auch weh. Aber ich habe das von vorhin gelernt, oh, mit diesem komischen Ulti. Tricks. Wie Ulti? Wie weit bist du hinter mir? Ich meinte, Necro sollte so. Ulti machen. Ich dachte schon. Aber er mag dich anscheinend. Nee, hat er mir noch den Dings hinterher gesendet. Bam! Ja, Juggernaut hat Free Farm. Hat trotzdem kein Farm anscheinend. Wohl noch ein Yasha im Kurier. Ne, beide mit dem Ulti getroffen. Viel Schaden macht der. Okay. Überschaubarer Schaden. Ne, ihr habt ein ganz cooles Team mit Magnus. Aha. Erwischt. Fucker. Radiant structures are fortified. Eine Helden mit dem Nutz. Ja. Weiß nicht, hab ich nicht so drauf geachtet, ehrlich gesagt. Deswegen,
Dachte ich mal, ich nehme mal die ganzen Trillions mit. Hacker, aber nope. Du hast gelernt. Guck, dafür bin ich hier. Ja, easy. Easy peasy. Hä? Du hast auf die Unit geklickt? Wenn ich auf die Unit klicke, dann geht's nicht mehr, hört er auf, oder was? Achso, ja, genau. Das ist ähnlich, was sie bei Beastmaster gerade geändert haben. Das könnte ich bei Magnus auch vorstellen. Ja, das finde ich auch ziemlich dumm. Das ändern sie bestimmt. Bei Beastmaster haben sie es ja genau geändert mit den Äxten, dass du kein Unit-Targeting mehr machst, wenn du darauf, sondern dass du halt die Äxte dahin wirfst. Und das ist genau das. Was das Unit-Targeting bringt auch bei Helden gar nicht so viel, weil sie sich ja dann trotzdem noch chugen können. Ja, genau, deswegen. Und dann kannst du aber wie jetzt eben, dass ich einfach in die Richtung das machen wollte. Die ist tot. Moin. Und mit einem God Strength Sven beziehe ich mich mal kurz. Hm, sagt sie. Sehe ich genauso. Ja, weil sie da gestorben ist. Gleich und diese Trotzreaktion. Ich bin da hinten gestorben. Jetzt dann AFK Farming. Tschüss. Genau. Jetzt sind wir das Spiel sinnlos geworden. Jetzt kannst du nichts mehr machen. Autsch, die Leiche noch. Der scheiß Stormhammer noch ewig hinterhergekommen. Ja, auch wenn du den Skill rausbekommen hättest. Stormhammer hat mich trotzdem getroffen, oder? Das disjointet nicht. Ja, aber du wärst trotzdem weiter geskillt. Also auch wenn du gesandt bist. Hier noch das Kalb als Leiche. Echo hat Deckung. 13. Ich hab letztens Necro mit Dagon gespielt, das ist so witzig. Hab ich gesehen. Nicht so gut. Oh, das Game war eh irgendwie. Hast du gesehen? Ja. Du hast es gesehen. Ah, eine Übersicht meinst du, oder das ganze Spiel? Hast du doch gestreamt. Nee, das hab ich nicht gestreamt. Ja. Echt? Ich dachte, das, ja, das ganze Team geowned. Ich dachte, das ist das Spiel, das ich nicht gestreamt hab. Doch. Ah, yes indeed. Ja, hier jetzt so gibt's ein Power Shit. Hier zum Beispiel für dich. Das wird super. Mehr Schaden. Für den Juggernaut ist es ziemlich gut. Level 1 im Power. Einfach komm! Nichts. Okay, nur eine Illu. Ist hier überhaupt noch was? Ja. Suppose we defend that bottom tower. Hm? Yes, yes. Ja, Level 1 in Power ist nicht so ein Shit. Aber es ist mehr als nichts. Kommt ihr mit runter? Wahrscheinlich nicht. You do know your bottom tower is being attacked. Furion hat Demon Age. Jetzt hat ein schweres Spiel, oh, muss ja die geilen Dingsens an, die geilen RPs, wird bestimmt super. Dann erstmal getrackt. Track ist halt richtig ärgerlich. Hä? Als Magnus. Als Magnus ist Track richtig ärgerlich. Ja. Kannst du halt nichts machen. Kann als Magnus auch recht gut eigentlich Yule Scepter bauen. Gar nicht mal so schlecht. Dein Team hat wohl keinen Bock zu Stiefeln. Mann, nee, nicht so richtig. Ja, wird auch nicht so. Wäre auch nicht so leicht gewesen. Nee, das nicht. Vor allem hat der Rubik den Power Shot. Das wird sie lernen, sich von einer Feindesfeuerung zu defenden, die ihre Häuser zu verletzen. Ja, jetzt muss ich noch ein bisschen weiter schicken können. Pussy. Ja, geht doch. So, und den Blink der Gamma-Wald. Ja, die pushen halt ordentlich. Ich geh erstmal heilen. Brauche ich ja mit 3 HP. Action mache. Mach keinen Quatsch, Juggernaut ohne Protection. Lieber auf den Rubik. Genau. Geht doch. Sieht ein bisschen gefährlich aus. So, bis zum Blinkdecker ist nicht mehr so arg weit. Willst du es dann versuchen, während der Ulti dich zu drehen, dass es schneller geht? Während der Ulti dich zu drehen?
dass du halt reinspringst, dich drehst und dabei die Ulti machst, dass du nicht, okay, das sind genau die Advanced-Taktiken, wofür du hier bist. Also was? Also ich blink rein, ja? Also du blinkst rein, ja? Klickst dir rechts mit Rechtsklick in die Richtung, wo du dich drehen willst und ja, danach direkt halt Ulti. Und dann erst ab hier, verschenke ich doch Zeit, wertvolle, die, wo sie reagieren können. Ja, eine Millisekunde, wenn du schnell bist. Das kann aber reichen, wenn ich dann in der Zeit geliftet werde. Also ich muss halt, nee. Also ich blinke rein, drehe mich, während ich AP drücke oder kurz bevor ich AP drücke. Ja, genau. Oder während ich AP drücke. Ganz kurz davor. Okay. Aber ich weiß nicht, ob du es jetzt schon schaffst. Was ist der Vorteil? Dass ich die Millisekunde mehr Zeit gewinne. Wenn du es nicht machst, dann musst du erst außen rumlaufen, um die ganzen Leute reinzuscannen. Ach so, weil die werden immer vor mich AP das. Ja, genau. Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ah, okay. Aber, ja. Dann am Anfang ziemlich hart. Okay. Daga braucht noch ein bisschen zum Battle. Jetzt mach lieber Empower statt Skew. Okay. Ah, meine Skew sieht geil. Mein Shockwave sieht geil aus als seine. So eine alberne Kinder-Shockwave. In Blau. Da lache ich. So. Ja, ich weiß, okay, ich verstehe jetzt, was du meinst damit. Hm, schwierig. Echt. Du brauchst ein TP, auf jeden Fall. Das habe ich gar nicht mehr schön, weil ich gerade nach oben bin. Ja, jetzt solltet ihr vielleicht mal zusammenlaufen und einfach mal einen Kill holen oder zwei mit dem AP. Hätte ich nichts dagegen. Am besten halt immer den Cooldown ausnutzen. Autsch. Hallo Fabian. Fabian auch im Spiegel ist? Ja, aber gemutet und Mikrofon. Ja, aus. Richtig so. Hier nicht die Konzentration stören. Ich möchte jetzt hier sonst schön den Teamkampf versuchen. Und dann geht's nämlich rund. Ja, Crystal Maiden, da können wir jetzt nicht viel machen. Go. Ja, was? Schade. Ja, jetzt halt mit Juggernaut. Wenn du zwei bekommst. Easy. Nur keine Ulti mehr. Habe ich mir überlegt, aber es hat alles nichts gebracht. Ja. Irgendwie. Ja, leider halt mit Empower Level 1. Und ja. Hat er überhaupt einmal drauf gehauen? Ich glaube nicht. Einmal, aber ich habe viele getroffen. So. 100 Gold, dann hat Juggernaut seinen Fury. Was ist eine Kombination? Was macht denn Yasha? Das hat also Stats, die vom Empower profitieren. Du hast was halt ich Level 1 Empower, das ist schon räudig. Was brauche ich als nächstes? Also, ich mache eigentlich immer Forstaff. Forstaff, natürlich. Du hast komplett recht. Siehst du gut, dass du da bist. Aber es ist der Klassiker an solchen Helden wie Shaker auch. So. 3, 2. Also du kämpfst der Vision. Weil warum auch nicht? Weil überall Vision. Von oben wird gepusht. Wenn ich skewer, muss ich in die Richtung schauen schon, oder? Das heißt, ich blinke dann erst hin, oder? Wenn ich dann falsch gucke. Ja, genau. Das heißt, weil manchmal hinter einen blinken und ihn rein skewern, das dauert immer kurz, ne? Das ist so. Okay, jetzt pushen die in der Mitte. Wir pushen uns einfach mal, wo sie fröhlich sind. Your middle
Portal has been eliminated. So. Ist das wieder ready? Sag's deinem Team mal. Ja, wenn es ready ist, sage ich es ihm. Also ich meine, drauf Alt klicken. Ja genau, wenn es ready ist, halt eben machen wir nicht ready. Hab halt leider keine Boards, deswegen ist es ziemlich schwer, gescheite APs rauszuhauen. Dann muss ich halt die Skillshots gleich zeigen. Ist ein Power Level 4 erst in 3 Leveln. Ja. Das ist ziemlich räudig, weil hier schon ziemlich viele Teamfights sind. Das stimmt. Hat sie denn Wards und kommt bloß nicht dazu? Einen hat sie. Naja, das ist aber die High Ground Defense. Das ist halt auch die Stärke mit von Magnus. Du kannst halt auch gut Dragon mit Crystal Maiden zusammenspielen. Weil die Ulti ja auch recht stark ist. Mhm. Musst du halt auch auf beides so ein bisschen achten. Okay. Gut, den Tower oben verlieren wir auch. Können wir nicht viel machen. Ist der Bounty mit dabei? Da unten die Wave ein bisschen raus. Na gut, den Prophet werden jetzt immer gepusht. Da wird man nicht weit kommen. Wahrscheinlich, wenn sie jetzt geschickt spielen, machen wir als nächstes Hochschaden. Ah. Autsch. Ja, ein Arzt nicht da, lohnt sich also nicht. So. Ne, so und so. Könnte jetzt keinen töten. Wo sind der ohne die beiden. Der lebt doch schon wieder da. Hä? Ach, ist immer noch tot. Da lebt schon wieder. Haben nur Juggernaut und Crystal Maiden Flächenschaden. Den anderen brauchst du eigentlich nicht so viel machen. Ja, aber wenn es auf Cooldown ist. Autsch. Da einfach jetzt mal reinblinken und stören. Was ist ja eh Schwachsinn gewesen. Zwar, weil hätte er den Ward noch gar nicht ausgepackt, oder? Hm. Ist ja trotzdem lustig aus. Naja, aber es war trotzdem richtig. Ja, aber hast gut gemacht. Danke. Hast du gemacht. So. Weil das ist jetzt auf Cooldown, das ist schon eine recht starke Combo ist. Komm her, ich gebe dir wenigstens noch ein Power. Der wardet jetzt fleißig, der Jugger. Dann die ward ich das halt, wenn das sonst keiner machen will. Komm, der Forstaff bald fertig. Na, ja, ist alles ein bisschen Übungssache. Wird schon. Ja, aber ihr habt gute Comeback-Möglichkeiten. Ja, yeah, wir haben super Comeback-Möglichkeiten tatsächlich. Mit dem Juggernaut gerade. Und Lone Druid kann auch gut skalieren. Was hat denn der so? Wo ist der überhaupt? Da hinterher. Wo ist ein Bär? Da ist ein Bär. Radiance, Midas. Wird. Sollten wir so ein bisschen aufpassen, dass wir nicht irgendwo abgegriffen werden. Wie weit ist die Skewer Range? 1-2 maximal. Der hat eine Menge Wards und Sentries. Okay. 9 Wards, ne, 8 Sentries, so. 8 Sentries, ja. 9 Sentries, 1 Ward und 8 Sentries hat er jetzt noch übrig. Na dann, Juggernaut, komm mal her. So, wenn du Empower 4 hast, kann der Juggernaut bestimmt alle Leute töten, wenn er Ulti reinhaut. Wenn du halt alle, hält keine Ahnung, 3 bis 4 Sekunden. Leute triffst. Theoretisch kann ich alle 5. Passt da mal auf da in der Mitte. Danke.
Theoretisch kann ich alle 5 gerade so. Was? Mit dem Power versehen. 8 Sekunden Cooler, ja. Und 40 Sekunden. Aber wenn ich auf uns, wenn ich es auf 3 halte, passt das schon mal. Ja, eventuell lohnt sich später auch noch Aghanims. Wegen Wind Ranger. Ja, Quatsch. Wind Ranger ist einer der wenigen Helden, wo es sich richtig lohnt. Aufpassen mit dem AOE und dass wir nicht die Base verlieren werden dürfen. Rubik hat Huel Septe. Ich habe halt meinen. Ich verkaufe jetzt mal das Blue Stout Shield. Ich will meinen Four-Star so schnell wie möglich haben. Ja. Könnte auch eine Menge bringen zum Nicht-Shielden. Nee, smoken sollten sie nicht machen. Wir werden die ganze Zeit belagert. Ja. Ohne Vision bringt es eigentlich nichts. Resummen? Nein, bloß nicht. Ja, okay. Kannst du was machen? Ich bin erwischt. Ich dachte, ich würde sagen, okay, wenn er stirbt. Nein, nicht sterben, da hinten. Natürlich ein Spell direkt danach machen. Achso, ist natürlich auch nicht verkehrt, ja. Problem da war, dass du halt dann zu weit, obwohl es zu weit weg war, trotzdem noch AP hast. Hättest du ja dann irgendwann abbrechen müssen, als es zu weit weg war. Hätte ich schon. Und da du ja dich jetzt auch nicht gedreht hast während der Ulti, hast du ja gesehen, dass du erstmal rumlaufen musst. Ja, aber wenn ich mehr erwischt hätte, wäre es auch okay gewesen. Ich verstehe schon, was du meinst. Ja klar, aber es war halt schon so weit weg. Ja, es war zu weit weg. Und einer ist halt schon da gewesen bei den anderen, deswegen konnte ich nicht hinterherlaufen. Ja. Eigentlich war es ganz gut so, hätten wir das auch getrennt lassen sollen. Ansonsten wäre es okay gewesen. Ja, ja, stimmt schon. Das wäre gar nicht so schlecht gewesen. Und der Smoke war halt irgendwie komplett dumm, weil... Also entweder man smoked, bleibt in der Base und wartet, dass sie pushen. Ja, der Smoke war ein bisschen komisch, was wir nicht damit wollten. Oder... Ja, es war nur so ein Versuch, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt mal mehrere erwische, dann kann ich nicht raus. Hättest du auch deinen Forster versuchen können einzu... Achso, hattest du gar nicht. Ja, hatte ich nicht, ich hab jetzt erst gerade gefahren. Ja, okay. Okay. Ah, scheiße. Klingt jetzt auch nichts, wenn du jetzt abhiebst. Nee, jetzt nicht. Kein Halt bei weg. Wollte nicht weiterlaufen. Hat aufgegeben. Ja. Vielleicht kannst du noch alle 5 in die Base skewen. Hast du versucht, sich zu drehen? Nein. Natürlich nicht. Habe ich nicht versucht. Ja, da braucht man aber auch echt ein bisschen Übung. Ja, wenn ich Skewer mache, wie viel herum um mich, wenn ich jetzt von der Seite von hinten noch einen ganz kleinen Umkreis oder was? Nö, eigentlich ziemlich groß. Aber ich hab doch AP und dann habe ich mich ja nur umgedreht, aber trotzdem jetzt nur den Bounty mitgenommen. Achso, ja, nee, das reicht nicht. Jetzt muss ich nochmal angucken, wie groß der Umkreis war. Ist auch so ein Gefühl, so okay. Ich habe gedacht, dass die anderen, weil ich halt direkt, ich habe ja geskürt und dann auf der Stelle praktisch, ja, nee, ich hab AP gemacht und dann habe ich praktisch, wo ich stand, sofort Skür in die eine Richtung gedrückt und dachte, okay, ja, wenn ich jetzt, dann dreht er sich nur um und nimmt die vielleicht mit. Das ist dann anscheinend doch nicht nah genug. Da kannst du aber... Das hast du wahrscheinlich nicht, dass du Alt klickst und Rechtsklick machst, dass du geradeaus läufst, obwohl deine Unit davor ist. Nee, doch, das hab ich irgendwo halt eingestellt. Oh, okay.
weiß aber nicht, welcher Key das ist. Alt und Dreiklick. Dann. Ja, ich hab jetzt, glaube ich, irgendwas angeschaut. Damit ich hier durch. Muss ich was machen? Dann kannst du halt näher an die Leute rangehen. Dass du die halt ein bisschen berührst noch. Okay. Und dann kannst du noch mehr Leute skillen. Aber das praktisch nicht außen rum gehen musst, oder was? Ja, aber es kommt dann drauf an, wie viele Units du abhießt. Weil. Die Leute, die so weiter vorne abhießt sind, die triffst du dann trotzdem nicht. Das heißt, ich muss noch ein bisschen in die Richtung gehen. Aber ganz im Ernst, du musst einfach mal in eine Private Lobby. Einfach mal das üben. Mit WTF-Mode und dann. Ach, nur so übt man. Anwendung muss mich auch Wumpe. Ja, aber das brauchst du halt ungefähr, keine Ahnung, 50 Games, um das erstmal ein bisschen zu kopieren. Nix. War alles nicht wahr.